Die folgende Sendung wird dir präsentiert von Naturgut, dein regionaler Bio-Supermarkt. Regionalelf.de. Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Die deutschen Fans feiern. 3:0 gewinnt das Team von Jürgen Löw gegen die Slowakei. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Schlossgarten. Ja, heute haben hier wirklich zahlreiche deutsche Fans gefeiert und wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, wie sie auf die Tore reagiert haben. Ja, und auf der Theodor-Heuss-Straße wurde nach dem Schlusspfiff natürlich richtig gefeiert. Und mein Kollege Tobias Merkle hat die Bilder dazu. Ole, 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 ole. Super Deutschland, super Deutschland, super Deutschland. So, wir haben auch noch zwei Fans hier im Schlossgarten. Ja, wie findet ihr die Location hier zum Feiern? Ja, ich fand's ganz cool. Ich glaube, war eine gute Stimmung hier und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Ich finde es sehr gut. Der einzige Nachteil ist, dass halt überall Bäume sind oder die Stangen halt vor der Leinwand sind. Das heißt, die Leinwand könnten wir eventuell ein bisschen besser lokalisieren, aber sonst war es gut. Jedes Mal ziemlich geil. Ich bin jedes Spiel hier und es ist einfach jedes Mal geil. So, ehrlich gesagt fand ich es ein bisschen enttäuschend, dass nur eine Leinwand da war. Ich habe mit mehr gerechnet, aber an sich war es dann am Ende okay. Die Location hier im Biergarten, die ist einfach super. Hier gibt es so viele Deutschland-Fans und es ist jedes Mal das Gleiche. Deutschland gewinnt oder spielt unentschieden und die Stimmung ist immer super. Wie fandet ihr das Spiel heute von der deutschen Mannschaft? Super geil, wir haben gewonnen, 3:0. Draxler hat super Spiel gemacht, Boateng auch, wie immer. Das war heute, glaube ich, eine richtig souveräne Sache. Also es war eigentlich auf ein Tor und war spitze. Ich glaube, im Viertelfinale muss noch mal mehr gehen dann gegen die Großen, aber im Großen und Ganzen war das wirklich richtig stark. Ja. Leistung war super. Wir waren insgesamt, hatten wir mehr Ballbesitz als die gegnerische Mannschaft. Es war einfach ein wunderbares Spiel. Klar, wir hatten mehr Fouls, aber insgesamt war es viel besser. Im Viertelfinale Italien oder Spanien? Ist wurscht, ob Italien oder Spanien. Ich glaube, wir rocken das Ding. Hauptsache Halbfinale sozusagen. So ist es. Nein, 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 nicht nur Halbfinale. Ich glaube, wir werden Europameister. Das war's mit unserer Berichterstattung hier aus dem Schlossgarten. Weiter geht's am Samstagabend um 21 Uhr spielt Deutschland dann im Viertelfinale gegen Italien oder Spanien. Wir sind gespannt, gegen wen wir spielen und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei bei unserem EM-Report nach Abpfiff. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.